Griechenland, Land der Götter und Philosophen, beliebtes Urlaubsland. Hoch über den Dächern von Athen legt die Nürnberg-Messe ihre aktuelle Bilanz für das Geschäftsjahr 2018 vor. Mit einem Rekordumsatz über 1,5 Millionen Besuchern und 35.000 Ausstellern war es das beste Jahr aller Zeiten. Wir freuen uns über 315 Millionen Euro Umsatz, über 28 Millionen Euro Gewinn nach Steuern. Das sind exzellente Zahlen. Da passt natürlich ein attraktives Ziel wie Athen hervorragend dazu. Der eigentliche Grund, warum wir die Bilanzpressekonferenz hier machen, ist allerdings der, dass wir in einer zweiten Pressekonferenz angekündigt haben, in den griechischen Markt einzusteigen. Mit dem Zukauf des griechischen Messeveranstalters Forum wagt die Nürnberg-Messe nun den Markteintritt in Südeuropa. Mit 23% ist Forum Marktführer in Griechenland und künftig die größte der insgesamt 6 Tochtergesellschaften der Nürnberg-Messe Group. Forum bringt ein exzellentes Messeportfolio mit, das in der griechischen Krise seit 2008 es geschafft hat, den Umsatz zu verdreifachen. Die Finanzkennzahl EBITDA, also Einnahmen vor Zinsen und Steuern, zu versechsfachen. Das heißt, die Messen sind gewachsen, das Unternehmen ist kerngesund, verdient Geld. Die Mitarbeiter sind jung und motiviert. Das sind die besten Startvoraussetzungen für ein weiteres Wachstum im griechischen Messemarkt. Die neue Tochtergesellschaft startet in Athen mit 8 Veranstaltungen, unter anderem in den Bereichen Gastronomie und Hotellerie. Mit dem Messezentrum in unmittelbarer Nähe zum Hauptstadtflughafen steht die nötige Infrastruktur zur Verfügung. Nach erfolgreicher Expansion in Richtung Indien, Fernost und jetzt Griechenland rückt als nächstes Mexiko in den Fokus der Nürnberg Messe Group. Die Ziele der Franken für die nächste Dekade sind gesetzt, um an das Rekordjahr 2018 anzuknüpfen.